Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn heute machen wir so ein kleines Style and Talk. Das heißt, ich mache mich fertig und erzähle euch ein bisschen was, was aktuell gerade so los ist, was ich so erlebt habe, wie es mit YouTube weitergeht, was es an Kooperationen gibt etc. Wenn euch das also interessiert, dann bleibt gerne dran. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonnieren würdet. Das geht ganz einfach. Ihr klickt einfach den Button Abonnieren, dann klickt ihr das Glöckchen und schon verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich lade immer zweimal in der Woche ein Video hoch, immer mittwochs und sonntags. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir gar nicht lang drum rum, sondern starten mit dem Video. Heute gibt es also ein kleines Style and Talk. Ich würde mich jetzt einfach mal anfangen, fertig zu machen. Und ich zeige euch natürlich die Produkte, die ich verwende und wir sprechen einfach mal so ein bisschen, was aktuell gerade los ist. Ich fange heute mit den Augen an und da benutze ich heute eine Palette, die ich schon ewig nicht mehr benutzt habe. Das ist nämlich von Catrice, eine Limited Edition gewesen von Anfang des Jahres. Das war die Wild Escape Eyeshadow Palette. Diese hier, die fand ich vom Packaging her auch wirklich richtig cool. Von innen schaut sie so aus, hat also wirklich sehr viele bunte Farben, die eigentlich auch schön miteinander matchen. Und damit werde ich jetzt einfach mal einen Augenlook zaubern. Ja, was war jetzt aktuell los? Ja, YouTube läuft eigentlich bei mir ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Aber so ein paar Mal habe ich ein bisschen blöde Anfragen bekommen von Zuschauern, mit denen ich eigentlich sonst gar keinen Kontakt habe, die auch keine wirklichen Follower von mir sind. Und die haben mir ein paar nicht so schöne Kommentare geschrieben. Und über einen Kommentar, wo ich mich wirklich sehr geärgert habe, das war die Frage, was verdienst du eigentlich mit YouTube? Und ich habe mir da ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, gebe ich ehrlich zu. Denn für mich war das so irgendwie, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen in die Intimsphäre so ein bisschen eingegriffen. Ich meine, ich gehe ja auch nicht zur Kassiererin an der Kasse von Penny und sage, hallo Sie, ich kenne Sie nicht, aber würden Sie mir sagen, was Sie monatlich hier verdienen? Also ich fand es halt einfach frech und man macht es halt einfach nicht, finde ich. Ja, und da habe ich dann so ein paar Anfragen bekommen, die einfach mich so ein bisschen genervt haben, wo ich dann einfach so dachte, das ist doch aber nicht okay, das macht man doch einfach nicht. Ja, und solche Anfragen habe ich auch auf Instagram ein bisschen öfter bekommen auch. Und ja, es wird einem so vorgeworfen, so unterschwellig, man möchte ja nur Geld verdienen. Für mich ist eins Fakt, ich mache gern YouTube, ganz klar. Ich habe auch ein Gewerbe angemeldet. Ja, aber ich habe das Gewerbe eigentlich hauptsächlich deswegen angemeldet, weil ich halt eben auch manchmal Produkte in PR bekomme und die muss ich nun mal versteuern. Und wenn ich dazu kein Gewerbe anmelde, darf ich eigentlich keine Produkte in PR erhalten. Und so hat mir das zumindest mein Steuerberater gesagt. Und für mich ist einfach eines klar, also die meisten Produkte, also wirklich 90% der Produkte, die ihr hier auf meinem Kanal seht, die habe ich eigentlich tatsächlich selbst gekauft. Und ich kriege auch keine Kohle für die Videos. Beziehungsweise es gibt schon ein paar, wo ich natürlich auch eine kleine Bezahlung bekomme, aber ganz ehrlich, davon kann ich bei weitem nicht leben. Das ist einfach eine Bezahlung, die ein kleiner Obolus ist, einfach für so ein Video. Man muss sich ja vorstellen, ich sitze ja an so einem Video auch so ein bisschen länger. Also es ist ja nicht nur damit getan, das Video zu drehen. Gedreht ist es nämlich schnell. Meistens brauche ich so zwischen 30 und 60 Minuten, um ein Video zu drehen. Aber hinterher muss es ja natürlich auch noch geschnitten werden. Und das kostet mich Zeit. Das kostet mich Minimum 3 Stunden. Und ich bin mit dem Schneiden mittlerweile relativ schnell. Aber tatsächlich dauert das einfach seine Zeit, je nachdem, wie oft man sich vielleicht auch versprochen hat, je nachdem, wie oft man vielleicht auch einen gewissen Schnitt, sage ich jetzt mal, drin haben möchte. Ne? Also man, das ist ja manchmal auch, dass man den Übergang drin haben möchte, dass es so verschwimmt oder so. Ne? Das bietet sich ja oftmals an und dann kostet das nun mal einfach Zeit. Und das ist auf jeden Fall genau das, was die meisten Leute nicht sehen und nicht wissen. Es ging mir auch am Anfang so. Ich dachte immer, ach, so ein Video, das ist doch gleich gedreht. Ja, gedreht ist es gleich. Nur hinterher ist es halt eben nicht so schnell geschnitten. Und wenn ich mir dann halt überlege, was ich dafür an Bezahlung vielleicht bekomme, ist es tatsächlich so, dass ich, dass das wirklich, ja, den Zeitaufwand nicht wirklich rechtfertigt. Sagen wir das mal so. Nichtsdestotrotz mache ich sehr gerne YouTube und ich mache es halt eben auch nicht wegen der Bezahlung, sondern ich mache es hauptsächlich deswegen, weil es mir einfach Spaß macht. Das ist für mich ein Hobby und für mich ist es einfach schön, mit euch hier zu sitzen, zu quatschen. Für mich ist es auch manchmal, wie soll ich sagen, für mich ist es manchmal auch wie so eine kleine
Selbstreflexion, weil man sieht sich ja natürlich in der Kamera dann auch einfach anders und man entdeckt plötzlich auch Eigenheiten an sich selbst, die einem vorher nie aufgefallen werden, in der Haltung, in der Körperhaltung oder so, ne? Und da muss man halt ganz klar sagen, ja, da kann man sich dann auch so ein bisschen was rausziehen, auch fürs Leben, ne? Auch wenn man eben spricht vor der Kamera, das fördert einfach auch so ein bisschen dieses Sprechen, dieses Erzählen. Und ja, also wie gesagt, mir macht das einfach sehr viel Spaß, aber ich mache das nicht des Geldes wegen. Im Übrigen lehne ich 99% aller Kooperationen, die mir angeboten werden, ab. Und das liegt einfach daran, dass das Kooperationen sind, die mich persönlich nicht interessieren. Das sind manchmal Kooperationen, wo ich so denke, ah, es passt gar nicht zu meinem Kanal. Oder es sind Kooperationen, wo ich dann so denke, das Produkt gefällt mir nicht oder finde ich nicht gut, aus welchem Grund auch immer. Und solche Produkte gibt es ziemlich häufig, wo ich dann einfach so denke, nee, das ist nicht so mein Ding oder es passt eben, wie gesagt, nicht zum Kanal. Und dann lasse ich die Kooperation, auch wenn sie vielleicht gut bezahlt wäre, einfach sein. Genau das macht mir auch gar nichts aus, dass ich einfach sehr frei sagen kann, ich möchte eine Kooperation annehmen oder nicht. Und ich nehme tatsächlich nur Kooperationen an, die mir auch wirklich gut gefallen. Wo ich denke, die Produkte sind schön, wo ich auch manchmal denke, ja, das könnte vielleicht auch für den einen oder anderen Zuschauer einfach interessant sein, schön sein, vielleicht auch ein Produkt mit dabei sein, wo man einfach sagt, ja, das ist toll, dass man das einfach mal gezeigt hat, gesehen hat. Und natürlich ist es auch so, ich teste ja wirklich sehr viel neues Make-up aus. Das macht mir super viel Spaß. Mir ist es nachher auch egal, wer das kauft oder eben nicht kauft. Fakt ist, selbst wenn ich keinen YouTube-Kanal hätte, hätte ich die Produkte trotzdem gekauft und eben trotzdem auch in meiner Sammlung. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich sehr viel Zeit hier mit YouTube verbringe und das finde ich auch völlig legitim. Ich finde aber, ich muss das nicht offenlegen, was ich dafür bekomme und warum ich was dafür bekomme. Ich finde es halt einfach schön, wenn eine Firma zu mir sagt, hey, wir haben da ein Produkt, probier es mal aus. Und ich sage, ja, das Produkt ist toll, das ist cool. Und ich dann einfach sagen kann, ich würde es in mein Programm mit aufnehmen, ich würde es meinen Zuschauern gerne zeigen. Dafür hätte ich gern Betrag X. Und ich finde, es ist auch völlig legitim. Wie gesagt, ich kann davon nicht leben, also definitiv nicht. Mein Hauptgeld verdiene ich immer noch mit meinem Hauptjob. Also ich habe einen Bürojob in einem sehr großen Konzern. Ich bin dort im Kundenservice tätig, das heißt, ich beantworte eben Anfragen von Kunden, die einfach Fragen zu ihrem Produkt haben. Und entsprechend ist das einfach mein Hauptberuf, bei dem ich hauptsächlich bezahlt werde. Genau das war mir halt auch immer wichtig, dass ich eben einen Hauptjob habe, bei dem ich mein festes Einkommen habe. Ich möchte eigentlich gar nicht wirklich vollständig selbstständig sein, das ist gar nicht mein Ding, denn das birgt einfach immer sehr viele Risiken, ne? Wenn man zum Beispiel krank wird, mit dem Urlaub ist das nicht immer so einfach. Natürlich hat es viele Vorteile, sagen zu können, ich bin selbstständig, ich kann mir meine Zeit einteilen, alles ist safe, das ist relativ wurscht, wann ich was wie arbeite, aber du hast halt einfach immer so ein Restrisiko auch, ja, wie gesagt, wenn man mal länger ausfällt oder auch wenn man mal in den Urlaub will. Es ist ja alles davon abhängig und ich finde das sehr angenehm und sehr schön, in einem festangestellten Verhältnis, Arbeitsverhältnis zu sein und da eben, wie gesagt, mein sicheres Geld mit heimzubringen. Auch ist es so, dass ich meistens kein Affiliate-Code habe. Das bedeutet, wenn ihr einen Code von mir angeboten bekommt, einen Rabattcode, dann ist es tatsächlich ein Rabattcode für euch. Da verdiene ich nichts dran. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, dass ich da nichts dran verdiene. Das macht mir nichts aus, denn mir ist oftmals wichtig, gerade wenn es ein teureres Produkt ist, dass vielleicht das den einen oder anderen einfach das Ganze einfacher macht, wenn man sagt, ich hätte gerne das Produkt, aber ich möchte gar nicht so viel Geld dafür ausgeben. Deswegen finde ich es tatsächlich schön, wenn ich von manchen Firmen einen Rabattcode bekomme, dass das vielleicht einfach ein Anreiz für diejenigen ist, die sagen, oh, ich würde das gerne ausprobieren, aber so viel Geld möchte ich dafür nicht bezahlen. Wie gesagt, meine Codes sind keine Affiliate-Codes, das heißt, ich verdiene da keine Provision dran. Wenn das so wäre, würde ich es euch auch definitiv sagen. Hab hier im Übrigen den Color Corrector von Bobbi Brown benutzt. Ich finde, der hat eine super schöne Farbe. Ich zeige euch den auch mal von innen. Der hat so ein schönes Lachs. Und damit kann man also Augenschatten super gut ausgleichen. Grundsätzlich ist es auch so, dass ich euch meine ehrliche Meinung über ein Produkt sage. Im Vorfeld natürlich, wenn ich ein Produkt zugeschickt bekomme oder auch wenn ich eine Kooperation annehme, probiere ich die Produkte immer vorher aus.
um einfach sagen zu können, ja, das zeige ich meinen Zuschauern, weil es ein gutes Produkt ist, oder eben sagen zu können, nee, das zeige ich nicht, weil ich damit nicht klargekommen bin oder weil ich das Produkt nicht so toll finde, etc. Also ich check das immer im Vorfeld schon mal ab. Was ist es für ein Produkt, was kann es für mich und funktioniert es für mich? Jetzt gehe ich einmal mit meiner Puder Foundation drüber. Das ist das Manhattan Lasting Perfection Powder. Dieses hier ist eine super schöne Puder Foundation, im Übrigen auch für reifere Haut. Das Ganze gebe ich auf mit meinem neuen Pad, was ich bestellt habe. Das ist eins von Margiamo Beauty. Das ist von Maxim Giacomo, der ja auch einen großen YouTube-Kanal hat. Das gibt es bei ihm auf jeden Fall im Shop. Das ist sein Produkt. Ich finde es ziemlich gut, nur mal so nebenbei gesagt. Und wie gesagt, wenn ich dann tatsächlich eine Kooperation annehme, dann ist es meistens auch eine Kooperation, wo ich die Produkte dann wirklich schön finde, wo ich die Produkte zeigenswert finde und wo ich denke, vielleicht bringt es dem einen oder anderen meiner Zuschauer was, vielleicht hat da jemand Spaß und Freude dran, vielleicht ist das ein Produkt, womit ihr was anfangen könnt. Und manche Firmen, die setzen ja einmal komplett auf eine Bewerbung über Influencer, also sprich über YouTube, über Instagram, Facebook etc. Das ist auch völlig legitim, finde ich völlig in Ordnung. Jede Firma hat einfach auch ihre eigene Werbestrategie und manche Firmen bewerben Produkte eben übers Fernsehen und andere eben, wie gesagt, über Influencer. Das bedeutet aber nicht, dass die Produkte einfach schlecht sind oder einfach, wie soll man sagen, oder dass die irgendwie nur über Influencer, keine Ahnung, vermarktet werden, weil sie sonst nichts können. Das ist eben nicht richtig. Da sind viele gute Produkte dabei, die gar nicht schlecht sind. Und wo ich einfach denke, ja, jede Firma hat einfach ihre eigene Werbestrategie. Ist ja auch völlig in Ordnung so. Ich kann es natürlich verstehen, wenn man vielleicht oftmals denkt, die Produkte, die haben wir doch jetzt eigentlich schon zu Hunderttausenden gesehen. Jetzt macht die auch noch Werbung dafür. Ja, mein Gott, warum nicht? Wenn es ein gutes Produkt ist und eben die Werbestrategie der Firma eben nicht reine Anzeigen sind oder Anzeigenschaltung auf Instagram oder so, sondern einfach, keine Ahnung, über einen Influencer, why not? Also ich finde das völlig legitim und da hat jede Firma auch einfach ihre eigene Strategie. Wie gesagt, das sind ja dann auch nicht unbedingt schlechte Produkte. Es kommt auch immer drauf an, wer was wie vermarktet. Achtet einfach drauf, wenn ihr Produkte irgendwo seht, die euch eben beispielsweise über YouTube oder Instagram oder sonst was angeboten werden. Schaut, wer die bewirbt. Ist es jemand, dem ihr vertraut, wo ihr denkt, ja, das ist eine ehrliche Meinung? Oder ist es jemand, der es wirklich nur verkaufen möchte? Solche Menschen gibt es natürlich auch, muss man auch berücksichtigen. Ist auch völlig legitim. Muss man sich einfach seine eigene Meinung drüber bilden. Ich sage im Übrigen immer meine ehrliche Meinung. Ich lasse mir da nichts vorgeben. Es gab schon Firmen, die geglaubt haben, mir sagen zu können, was ich eben in meinen Videos zu sagen habe. Das haben wir relativ schnell geklärt, weil für die Firmen habe ich dann halt auch einfach nichts mehr gemacht. Und das, wie gesagt, hat sich dann auch sehr schnell aufgelöst. Ich lasse mir keine Worte in den Mund legen, also nicht nur im Bereich YouTube, sondern auch in anderen Bereichen meines Lebens. Ich finde das völlig in Ordnung. Und ja, also wie gesagt, wenn ich euch ein Produkt zeige, dann kann ich euch tatsächlich auch sagen, dass ich das Produkt gut und schön finde. Und dass ich es auch tatsächlich vorher ausprobiert habe und einfach auch geschaut habe, ob es wirklich ein für mich schönes Produkt ist, was ich euch zeigen möchte. Ist also, wie gesagt, immer meine ehrliche Meinung. Und mir war das jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, dass ich einfach da versuche, ja, euch ein für mich ehrliches Statement zu geben, wenn ihr ein Produkt bei mir seht. Nur, dass ihr das auch einfach mal gehört habt von mir, dass ihr das wisst. Ich wollte es jetzt, wie gesagt, nochmal hier so ein bisschen klarstellen. Nur für den Fall, dass sich vielleicht die ein oder andere von euch Gedanken darüber gemacht hat und sich vielleicht auch schon mal gefragt hat, ist das alles so echt, was die Flauschi da erzählt oder eben nicht? Und wie gesagt, ja, es ist echt. Ich versuche, wie gesagt, immer meine eigene Meinung mitzuteilen. Und auch wenn ich jetzt ein Produkt habe, was ich mir jetzt vielleicht selber gekauft habe, aus einer neuen LE oder so, und dieses Produkt für mich nicht funktioniert, finde ich es auch ehrlich gesagt nicht schön, so wie es manche Kollegen, sage ich jetzt mal, machen, die dann einfach sagen, ja, das Produkt, das ist scheiße, das kann nichts, das ist der absolute Müll. Nur weil es für einen selbst nicht funktioniert, bedeutet es nicht, dass es nicht für alle anderen Menschen funktioniert. Man kann vielleicht sagen, es hat für mich nicht funktioniert, war für mich nicht so in Ordnung, war ich ein bisschen enttäuscht, habe ich was anderes erwartet. Das finde ich völlig in Ordnung, das ist legitim, das kann man sagen.
Aber ich finde es nicht okay, einfach dann ein Produkt wirklich niederzumachen und komplett zu bashen und zu sagen, ja, das ist das Letzte, kauf das nicht. Das finde ich immer sehr aggressiv und auch sehr unprofessionell. Jetzt werde ich ein bisschen Bronzer, Blush und Highlighter aufgeben. Da benutze ich hier die BH Cosmetics Sun Sculpt Contour Palette in der Farbe Light. Das ist diese hier. Ich finde, dass die Farben hier auch echt toll miteinander matchen. Das ist einfach eine gute Farbzusammenstellung, die super miteinander funktioniert. Aktuell habe ich relativ viele Kooperationen, worüber ich mich sehr freue, denn ich denke immer, wenn ich euch schöne Produkte zeigen kann, die für mich gut funktionieren, vielleicht auch für euch interessant sein könnten, dann ist es doch auf jeden Fall eine schöne Sache und das ist doch dann auch einfach ja, eine Win-Win-Situation, weil ihr dann vielleicht auch einfach Sachen gezeigt bekommt, die vielleicht für euch interessant sein können, die ihr vielleicht vorher so noch gar nicht auf dem Schirm hattet. Deswegen finde ich das wirklich sehr schön und ja, ihr könnt euch darauf freuen, dass auch weiterhin Kooperationen kommen und ich euch weiterhin auch Produkte zeigen werde, die vielleicht auch für mich dann neu und spannend sind. Im Übrigen hatte ich gestern einen sehr wilden Tag. Ich hatte gestern Homeoffice und übers Wochenende wurde eine neue Software auf unser Programm eben ausgerollt und das hat komplett das Computerprogramm lahmgelegt. Ich konnte 5 Stunden nichts arbeiten, bin in der Schleife von der IT gehangen und habe dann auch mit der IT sehr, sehr lang und sehr ausführlich telefoniert, was sehr spannend war. Ich war dann auch mal so zwischenzeitlich in so einem IT-Meeting mit drin, das eben auch weltweit abgehalten wurde. Sehr spannend, auch mal für mich eine neue Erfahrung. War auf jeden Fall sehr wild, sehr spannend und hat mich, wie gesagt, 5 Stunden Zeit gekostet. Ich konnte in der Zeit einfach nichts arbeiten und ich war dann auch ganz froh, als dann tatsächlich nach der Mittagspause eben die Lösung des Problems gefunden wurde und ich dann wieder ganz normal arbeiten konnte. Heute Morgen ging es dann auch genauso spannend weiter. Heute hatte ich nämlich Bürotag und ich bin eben ganz normal auf die Strecke gefahren, wo ich sonst auch immer ins Büro fahre und da war ein großer Unfall, das wusste ich nicht, hatte ich vorher nicht mitbekommen. Und die Strecke war ewig gesperrt, das heißt, ich bin um einiges zu spät gekommen und habe für die Strecke, für die ich normalerweise 20 bis 25 Minuten brauche, je nachdem, wie frei da gerade ist, habe ich halt über 1 Stunde gebraucht und bin auch entsprechend dann zu spät gekommen, was ich ein bisschen blöd fand, aber natürlich dann auch nicht ändern konnte. Ich habe einen gewissen Gleitzeitrahmen, das heißt, ich kann mich da so ein bisschen frei auch dann bewegen und dann auch eben die Zeit, die ich eben dann verloren habe, kann ich dann entweder nachholen, aber ich muss es nicht nachholen. Ich kann es dann auch beispielsweise zeitlich auch anders verrechnen, wenn ich zum Beispiel Überstunden am nächsten Tag mache. Das war dann ganz gut, dass ich eben auch diese Lösung hatte für mich, denn heute habe ich keine Zeit gehabt, das Ganze auch nochmal nachzuholen. Und so war ich ganz froh, dass das mit der Gleitzeit dann verrechnet werden konnte. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Seit ich das Pferd zum Beispiel nicht mehr habe, muss ich auch echt gestehen, hat sich für mich auch so ein bisschen was verändert. Ich habe auf der einen Seite natürlich den Stress nicht mehr, jeden Tag in den Stall zu müssen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich jetzt auch viel mehr zu Hause und komme nicht mehr ganz so viel bei jedem Wetter raus, wie ich das früher einfach so kannte, wie das für mich alltäglich war. Das ist manchmal schön, gerade bei so einem Schmuddelwetter wie heute. Ne? Es regnet den halben Tag und ist schon frisch und kühl draußen. Und ja, da macht es einfach anders Spaß, dann eben mal nicht raus zu müssen. Jeder, der vielleicht einen Hund oder eben Pferd oder sonstiges hat, weiß Bescheid. Ich bin gerne draußen, aber wie gesagt, an manchen Tagen freue ich mich auch einfach, zu Hause sein zu dürfen. Das bedeutet nicht, dass ich keinen Sport mache. Ich mache sehr viel Sport. Ich habe eine Freundin, die Sporttherapeutin ist und die also auch sämtliche Kurse abhalten darf. Und mit ihr trainiere ich ziemlich viel. Also ich buche mir bei ihr regelmäßig auch dann Kurse oder eben Stunden, wo wir dann eben auch eben schön trainieren können. Macht mir viel Spaß. Sie macht es sehr abwechslungsreich. Es ist kein reines Fitnessstudio, wo man einfach nur Gewichte pumpt, sondern es ist sehr abwechslungsreich, wie sie das macht. Und es sind eigentlich fast alles Übungen mit eigenem Körpergewicht. Manchmal machen wir auch Klimmzüge oder Liegestütze. Manchmal kriegen wir auch noch so ein kleines Gewicht mit dazu. 2, 3, 5 oder 6 Kilo hat sie da, was man dann eben in verschiedene Übungen mit einbauen kann, was ich total cool finde. Ich mache jetzt im Übrigen meine Augenbrauen. Da benutze ich einmal einen ganz klassischen Augenbrauenstift und dann ein Augenbrauengel. Das benutze ich dieses hier
die Brow Mascara von Rivalazmi, die finde ich schön. Und danach werde ich nochmal zum Fixieren das Easy and Fast Eyebrow Styler Gel draufgeben von Judith Williams. Habe ich kürzlich im Übrigen ausprobiert, habe ich mich sehr drüber gefreut. Es wurde mir nämlich zur Verfügung gestellt von Judith Williams Cosmetics und finde ich ein ziemlich cooles Augenbrauengel. Ansonsten muss ich wirklich sagen, mir geht es sehr gut. Ich bin gesundheitlich wirklich auch fit. Da freue ich mich sehr drüber, dass ich da irgendwie... Ich hatte noch kein Corona oder sonstiges, also wirklich tatsächlich noch gar nicht bekommen. Und ich bin auch so wirklich sehr selten krank. Meistens dann, wenn ich mich halt irgendwo verletzt habe. Früher war das halt viel im Stall oder auch mal beim Fallschirmspringen. Und aktuell, wie gesagt, geht es mir ziemlich gut. Es ist aktuell nichts, was mich in irgendeiner Form gesundheitlich aus der Bahn wirft. Darüber bin ich sehr glücklich, sehr froh. Wie ist es denn bei euch so? Seid ihr aktuell auch gesund oder habt ihr Einschränkungen? Merkt ihr schon das kalte Wetter? Seid ihr vielleicht schon erkältet? Bei mir im Büro sind tatsächlich sehr viele aktuell krank. Die Erkältungswelle geht schon rum. Und ich bin, wie gesagt, ganz froh, dass ich da verschont geblieben bin. Aber wie gesagt, einige hat es dann doch getroffen. Deswegen meine Frage, wie geht's euch so? Fühlt ihr euch wohl? Geht's euch gut? Ansonsten schicke ich euch ganz viel Liebe zurück. Vielleicht kann ich euch mit dem Video so ein bisschen aufmuntern. Jetzt gebe ich mir ein bisschen Mascara auf die Wimpern. Da benutze ich auch ein schönes Duo. Ich benutze als erstes die The False Lashes Mascara von Essence. Das ist diese hier. Und danach werde ich nochmal die Big Bad Lash Mascara von Revlon auftragen. Diese hier. Denn mit den beiden kann ich ein gutes Ergebnis aus meinen Wimpern rausholen. Aktuell hatte ich ein bisschen Haarausfall. Viele von euch wissen ja, dass ich sehr, sehr lange, sehr dichte Haare habe. Und normalerweise ist es so, wenn ich meine Haare kämme, dann sind da sehr, sehr, sehr wenig Haare in der Bürste, die da zurückbleiben. Oder auch wenn ich Haare wasche, war das bisher so, dass da wirklich eigentlich gar nichts auffällig war. Allerdings seit ein paar Wochen habe ich gemerkt, beim Haarewaschen gehen mir viele Haare raus. Und es ist natürlich immer, wie soll ich sagen, es ist immer so ein bisschen subjektiv. Ne? Ich sage, mir gehen total viele Haare raus. Und dann habe ich angefangen, die auch zu zählen. Denn ich habe gelesen, dass ein Haarausfall, sage ich jetzt mal, bis zu 100 Haaren ist normal. Und ich habe dann mal gezählt, wie viel sind denn eigentlich 100 Haare, beziehungsweise wie viel fällt denn aus, sind das überhaupt 100? Und ich habe festgestellt, nein, es sind nicht 100 Haare, die bei mir ausfallen. Es waren zu Höchstzeiten circa, ja, was habe ich so gezählt? Ich sag mal morgens in der Bürste 20 bis 30 und nochmal 40, 50, je nachdem beim Waschen. Und es war aber für meine Verhältnisse einfach total viel, denn ja, normalerweise, wie gesagt, habe ich fast nichts in der Bürste. Ich habe aber auch nichts verändert. Also ich nehme keine Medikamente, ich habe keinen besonderen Stress. Also ich meine, ist ja nicht so, dass man überhaupt keinen Stress hat, aber also nichts signifikant anderes. Ich habe nicht anders gegessen, ich habe keine Ahnung, ich habe nichts anders gemacht und trotzdem hatte ich das Gefühl, mir gehen mehr Haare raus als sonst. Und dann habe ich so ein bisschen auch mal recherchiert und ja, ich meine, klar, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ich bin schon 45. Das heißt, bei mir geht es dann auch so langsam los mit den Wechseljahren. Mir ist ja auch permanent immer warm. Und ja, da habe ich dann so gedacht, wer weiß, vielleicht hängt das ja auch damit zusammen. Keine Ahnung. Ich habe dann auf jeden Fall mal ein softeres Shampoo gekauft, das einfach auch gewisse Rückfettung hat. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, meine Kopfhaut ist vielleicht auch ein bisschen trocken. Und dann habe ich auch explizit darauf geachtet, ein bisschen mehr oder ein bisschen vorsichtiger meine Haare auch zu kämmen, den Zopf nicht zu fest zu binden, wobei ich das eigentlich auch sonst nicht mache. Aber ich habe einfach so ein bisschen mehr darauf geachtet. Und dann habe ich auch angefangen, ein kleines Experiment zu starten mit diesem Rizinusöl. Ich habe mir also ein naturreines, bio-kaltgepresstes Rizinusöl gekauft. Das kam in einer relativ großen Flasche, es war auch echt nicht teuer. Und damit reibe ich also regelmäßig ein- bis zweimal die Woche meine Kopfhaut ein und ich gebe es auch ein bisschen in die Haarlängen rein. Man muss damit super aufpassen, es ist also ein sogenanntes trockenes Öl. Das ist unfassbar zähflüssig.
Da war ich so ein bisschen erstaunt, als ich das erste Mal eben aufgegeben habe. Und ja, das ist unfassbar zähflüssig, das lässt sich nicht gut in die Haare einarbeiten. Man muss da wirklich ein bisschen Zeitaufwand reinstecken. Und wenn man es dann tatsächlich, also ich mache das so, dass ich es über Nacht einwirken lasse, und wenn man es dann tatsächlich am nächsten Tag auswäscht, dann ist es eben so, dass es sehr schwierig ist auszuwaschen. Also es ist anders wie bei einem Jojobaöl oder auch bei einem Kokosöl. Das geht relativ schnell, machst du einmal Shampoo drauf, Feierabend. Aber ich fand bei dem Rizinusöl, dass das einfach, ja, also ich musste es mehrfach shampoonieren, um es dann auch rauszubringen. Allerdings fand ich dann auch das Ergebnis tatsächlich sehr schön, oder ich finde das Ergebnis sehr schön, so muss man es ja eigentlich sagen, ich mache das ja noch regelmäßig. Ich finde, dass das Haar sich sehr gepflegt, sehr geschmeidig anfühlt. Ich habe eigentlich auch nicht wirklich trockene Haare, so ein bisschen trockenere Spitzen, jetzt im Winter sowieso ein bisschen mehr, aber jetzt auch nichts Dramatisches, ne? Also es ist jetzt nicht ultra dramatisch, dass ich sage, boah ja, das ist gerade so schlimm und keine Ahnung, das ist ja bei mir gar nicht der Fall. Trotz allem, wie gesagt, habe ich das Gefühl gehabt, dass es meinen Haaren gut tut. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich dann auch tatsächlich einen Effekt sehe, ob da tatsächlich auch was in Sachen Haarwachstum passiert, keine Ahnung. Aber das kann ich ja jetzt so ein bisschen beobachten. Im Übrigen ist nach ein paar Wochen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe Ultra-Haarausfall, ist es tatsächlich so gewesen, dass von heute auf morgen das Ganze gestoppt war. Ich weiß nicht warum, ich habe nichts anders gemacht. Von heute auf morgen hatte ich nichts mehr in der Bürste und auch nichts mehr beim Haarewaschen. Also nichts mehr in Form von drei Haaren, ja, die da rausgegangen sind. Aber nicht mehr, dass ich so das Gefühl hatte, ich kann mir richtig Haare aus dem Zopf ziehen, ja. Das hatte ich nicht. Und das war total, total spannend, weil das eben von heute auf morgen kam. Und ich konnte mir jetzt auch nicht das Ganze erklären, dass man sagt, naja, ist jetzt vielleicht schon, weil ich Rizinusöl nehme oder das Shampoo umgestellt habe oder sonst was. Sondern das war einfach so, ja, ich konnte mir das nicht vorstellen, weil es so schnell kam, dieser Wechsel. Und dann habe ich gedacht, naja, Rizinusöl, das braucht ja auch ein paar Wochen, bis das sich so ein bisschen eingespielt hat, bis das vielleicht eine Wirkung zeigt, genauso aber auch das Shampoo. Deswegen konnte ich mir das nicht vorstellen, dass das tatsächlich davon kommt, ne? Also, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es jetzt weg. Ich freue mich darüber, bin trotzdem ein bisschen aufmerksam und gucke natürlich auch immer in meine Bürste rein, was geht denn heute raus an Haaren und was nicht. Und auch beim Shampoonieren beziehungsweise auch beim Zopf, Flechten etc. bin ich ein bisschen vorsichtiger und schaue eben, wie gesagt, sehr genau drauf, was da so passiert und dass das Ganze auch ein bisschen haarschonender ist. Ich gebe jetzt einmal ein Lip Liner auf. Da benutze ich die Lip Foundation von Catrice in der Farbe 050. Das ist das dunklere Braun. Und danach werde ich noch ein Lippenöl aufgeben. Das ist das Hydro Kiss Lip Oil von Essence in der Farbe Honey Honey. Beim Auftragen von Lip Liner und Lipgloss werde ich nicht sprechen, denn sprechen und Lipgloss auftragen, das kann ich leider nicht. Demnächst werden auch noch ein paar neue Fototermine anstehen. Eigentlich hätte ich jetzt am Wochenende schon ein Fotoshooting gehabt und da habe ich ein paar echt coole Sachen geplant, so ein bisschen in Richtung Halloween, so ein bisschen dark und ja, ein bisschen mystisch. Aber es hat leider jetzt am Wochenende nicht geklappt. Mein Fotograf war krank und entsprechend konnte ich leider keine Fotos mit ihm machen. Das haben wir jetzt erstmal verschoben. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass er bald wieder gesund ist und ich eben dann mit ihm ein paar coole Bilder machen kann. Freue ich mich schon sehr drauf und die werde ich euch dann natürlich auch zeigen, sobald die dann auch fertig sind. So ihr Lieben, und das war's für heute mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen unterhalten, denn heute habt ihr ein bisschen einen anderen Content von mir gesehen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, wenn ich sowas öfters mal machen soll oder ob ihr wirklich reine Schminkvideos sehen wollt, reine Reviews oder sonstiges. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ihr habt heute ein bisschen was von mir erfahren, von meinem Job, meine Gedanken über YouTube. Könnt euch auf jeden Fall auf weitere YouTube-Kooperationen mit mir freuen. Und wie gesagt, mir ist nochmal wichtig, auch an dieser Stelle zu betonen, dass ich euch eben nichts aufschwätzen oder anschwätzen möchte, sondern dass ich wirklich versuche, eine ehrliche Meinung über ein gezeigtes Produkt zu bilden und euch das auch so weitergeben möchte. Ich lebe nicht von YouTube, das heißt, ich kann super ehrlich meine Meinung von mir geben, was mir auch wirklich wichtig ist, und entsprechend hoffe ich einfach, dass ihr das genauso seht. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr solchen Content öfters mal sehen wollt. Wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt mir das auch gerne dazu.
Und ansonsten sehen wir uns, hoffe ich doch, bei meinem nächsten Video wieder. Denn wenn euch dieses Video jetzt gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.